Hallo, ich grüße euch zum Teil 39c. Ich habe sehr viel Post gekriegt. Ich möchte zunächst erstmal darauf eingehen, weil wir ja für die Gründung der Wahlkommission ja auch dann die Entlassung die Bundesstaatenangehörigkeit brauchen. Dafür haben wir ein Musterschreiben gemacht, was bei dhnw.net, also wiki.dhnw.net, bei Musterschreiben steht. Und da kamen jetzt die ersten Reaktionen und ich lese es einfach mal vor. Also, Antrag auf Abgabe des Personalausweises, Kündigung der Personal. Weil Ausweiseigenschaft ist schon mal gut, dass es das Wort gibt, ne? Und Rückforderung der Bundesstaatenangehörigkeit. So, dann da wurde uns geantwortet, hat er hier geschwatzt, ne? Ich habe es ein bisschen vergrößert, damit ihr seht. Die Ausweispflicht wurde den am 8.9. ausgestellt und bis zum gültigen Reisepass erfüllt. Das ist erstmal korrekt, ne? Weil im Passgesetz steht ja drin, dass der Reisepass die Ausweispflicht erfüllt. Aber da ist eine Halbwahrheit drin, weil der Reisepass vererbt keine Personaleigenschaft. Das heißt, wird der Personalausweis abgegeben, erlischt die Personaleigenschaft. Und das ist nämlich die Lüge, die hier in dem Satz steckt. Der Reisepass ist einfach eine Notwendigkeit, die jeder haben muss, damit er nicht verschleppt wird. Ihr müsst ja wissen, es gibt internationale Abkommen, auch mit der CIA und anderen Geheimdiensten, dass die Leute, die sich ordentlich ausweisen können, nicht ohne weiteres verschleppt werden dürfen. Bei allen anderen gilt es aber nicht. Das heißt, wenn du hier staatenlos bist, also dich staatenlos gemacht hast, du bist ja nicht staatenlos, weil deine Bundesstaatenangehörigkeit hast du durch deine Geburt. Ne? Was staatenlos Info immer erzählt, da wissen wir ja, wo es herkommt, Verfassungsschutz und Co., die uns erzählen, dass wir staatenlos sind. Wir sind nicht staatenlos. Wir werden auch nicht staatenlos, wenn wir den Personalausweis abgeben. Das ist nicht wahr. Weil die Bundesstaatenangehörigkeit steht uns zu, aber die Rechtsstellung geben sie uns nicht. Ja? Ja, wer in einem Bundesstaat geboren ist, hat die. So. Dass natürlich die Bundesrepublik nicht unsere Arbeit macht, kann man denen nicht verübeln. Aber was sie machen müssen, ist die Entlassung in die Bundesstaatenangehörigkeit. Denn wenn eine Firma eine Art Zwangsarbeit betreibt, das heißt eine Zwangspersonaleigenschaft vergibt, also du bist zwangsweise in dem Personal Sklavenhaltergesellschaft Weimarer Republik GmbH drin. So, was anderes ist halt Schwarz-Rot-Gold nicht. Das ist eine Handelsorganisation, die Sklavenhandel betreibt, die unmittelbar an den Sturz des Kaisers gegründet wurde. So, und die Weimarer Republik hat im Prinzip das perfektioniert und perfider gemacht, sodass man also nicht merkt, dass man im Sklavenhandel, im Seerecht handelt, also im Handel mit Treibgut ist. Deswegen wird in Gericht mit Sachen verhandelt. Treibgut. Leute werden wie Treibgut behandelt. Also wie als wenn du auf dem Brett angeschwommen gekommen wärst und der Kapitän hätte dich eingefischt. Wobei der Kapitän dann der Richter ist und die anderen zwei, der eine die Ladung behandelt, deswegen hieß es auch Ladung. Ja. Also das ist alles. Man tut so, als wäre das Gerücht ein Schiff und du das Treibgut. So, ne? Genauso sieht sich das System, dass das verbrecherisch ist und dass seitdem sagen wir, die Mafia Teil der internationalen Freimaurerei ist und die Freimaurerei fester Bestandteil der Regierung und die Freimaurerei auch die Staatsreligion der BRD ist, wird man von Kriminellen regiert. Das ist leider so und damit muss man uns immer gewahr werden, dass wir solche Schreiben kriegen. So, das heißt, es wird mit Betrug und Täuschung gearbeitet. Hier geht es nicht mehr um den Rechtsstaat. Der Rechtsstaat ist beerdigt, seitdem Selim Sörni gegen die BRD geklagt hatte und der EuGH gesagt hat, die Bundesrepublik ist kein Rechtsstaat. Das Thema Rechtsstaat dürft ihr aus eurem Wortschatz könnt ihr streichen, wenn ihr euch in der Bundesrepublik aufhaltet. Das ist ein verbrecherisches System. Eine schlimme Diktatur wie Somoza, Pol Pot, was haben wir noch? Stalin. Fällt mir noch so ein, genau. Ja, unten die Menschenschlechterorganisation. Nur, dass es sich eben den Anstrich, ist ja alles in Ordnung, der Mensch geht es gut. Das ist das, was hier läuft. So, das müsst ihr begreifen. Und dass die Medien die Wahrheit, was hier in dem Land los ist, euch nicht sagen dürfen. So. Und damit es das ändert, haben wir ja dieses Rundfunkprojekt gemacht. Deswegen komme ich nochmal am Anfang drauf. Machen wir erstmal hier in dem Schreiben weiter. Das heißt, Reisepass ist noch lange keine Personaleigenschaft. Reisepass ist eine Notwendigkeit, damit sie euch nicht verschleppen. Ja, das heißt also 4 Wochen wegsperren, habt keine Möglichkeit zu telefonieren, irgendwelche Anwälte hinzuzuziehen. Ihr seid also sozusagen, werdet behandelt wie ein Spion oder wie was ganz Gefährliches und dann tun sie euch irgendwas, machen sie mit euch Experimente, nehmen euch Chemie raus, was auch immer. Kann immer passieren. Deswegen vermeidet, dass ihr den Personalausweis loswerdet. Ich sage es jetzt nochmal ganz deutlich an die Truppenteile und staatenlos Info, die die Menschen hier irreführen in dem Land. So. Und das adressiere ich ganz klar an den einen, der das betreibt. Weil wir wissen, wo der Herr ist. So. Also,
Der Reisepass ist eine Notwendigkeit, weil er euch aufgepresst worden ist. Und zwar mit Zwang und Drohung von Zwangsmaßnahmen und Bußgeld und was weiß ich nicht alles. Und dass ihr auch am öffentlichen Leben nicht mehr teilnehmen könnt, wenn ihr den nicht habt. Wenn man einen Reisepass hat und die Daten voll auskommt, dann müsst auch keine Anmeldung bei der Gemeinde. Und reicht eine Daten voll auskommt. So. Und ihr habt einen Wohnsatz genommen, ihr seid nicht wohnhaft. Sobald der Satz wohnt, wo sind Sie wohnhaft, sagt, ich bin nicht wohnhaft, ich habe meinen Wohnsitz genommen. Ganz klare Ansage. Wohnhaft ist es Nationalsozialismus. Und wenn die mit dem Wort wohnhaft kommen, fragt ihr gleich, ob sie die Gesetze des Nationalsozialismus hier anwenden wollen. Da verwehrt ihr euch, ihr habt kaiserliches Recht zu beanspruchen. Da, Gauck, ich zeig's nochmal. Ich hoffe mal, dass ich jetzt den richtigen Haufen gegriffen habe. Genau. Hier gibt es ein lustiges Schreiben vom 9. März 2015. Hier. Zeig's mal in die Kamera, Bundespräsidialamt, kann man im Internet runterladen. Und da steht drin, Bundespräsident Gauck hat mich gebeten, Ihnen Ihr Schreiben vom 6. Februar 2015 zu danken. Wegen der großen Zahl der täglich ihm erreichenden Briefe sind es ihm leider nicht in jedem Fall möglich, gründlich persönlich zu antworten. Die Haager Landkriegerin ist ebenso wie inhaltlich weit über die hinausgehenden Genfer Konvention anerkannter Bestandteil des sogenannten humanitären Völkerrechts. Insoweit gelten die Bestimmungen der Haager Landkriegsordnung auch für die Bundesrepublik Deutschland. So, Professor Dr. Stefan Pieper, Referat, Verfassung, Recht und so weiter. Hier unten. Nochmal wie im Auftrag, mich da interessant. Wahrscheinlich ist da gar nicht der Auftrag, weil hier oben steht ja Bundespräsidialamt, hier oben ist der komische Brawler. Ja. Ja. Geht. So, also ist das abgehakt. Wir wissen ja, Kriegsfolgerecht, Völkerrecht, Kriegsrecht, Landesrecht in der Reihenfolge. Haager Landkriegsordnung ist Kriegsrecht. Das Kriegsrecht setzt die kaiserliche Verfassung ein. Also das kaiserliche Recht, solange keine Kampfhandlung bestehen. Das heißt, wenn ihr anfangt, gegen die Merkel und die Politik Aufruhr zu machen, schalten sie um. Ja? Ja. Das möglichst vermeiden. Also immer nachweisen, dass das System den Terror erzeugt. Die RAF ist genauso eine Gründung der Bundesrepublik wie die NSU. Ja. Aus dem Grund werden die ganzen Zeugen regelmäßig beseitigt. Da kann man sich überlegen, welcher Geheimdienst hier da wirksam wird, wer hier Interesse hat und warum der Zentrale der Juden unmittelbar neben Bundespräsidialamt in den ganzen Gebäuden sitzt. Warum die nicht ihren Sitz in Israel haben? Ja, da müssen wir einfach nochmal nachdenken. Ja, und wer da euch wohl verschleppen könnte? Also Reisepass, Pflicht. Geht. Ja. Wir wissen ja, dass sich gewisse Länder auch nicht mal an das internationale Recht halten. Und dann zeige ich euch gleich mal, was da noch. Achso, wir haben noch gar nicht fertig. Kommen wir noch. Also. Dies ist also schon mal eine Lüge in einem Satz. Das Zweite, die Kündigung der Personaleigenschaft. Ich kann in jeder Firma kündigen. Wenn ich in eine Sklavenhalterfirma komme, kann ich als Sklave kündigen, wenn das Sklavenrecht verboten ist. Und genau diesen Bürgermeister, diesem Welteamt, hängen wir jetzt demnächst eine Klage, eine internationale Klage wegen Umgehung der Genfer Konvention und der Europäischen Menschenrechtsrichtlinie ein. Und zwar klagen wir von international auf seine private Haus und Hof. So. Und Streitwert für Sklaverei liegt in den USA bei 500.000 Euro plus X. So. Und ich habe da größtes Interesse dran, weil ich habe auch einen Schaden erlitten. Also Schaden zu der Gutmachung und dann wegen Sklaverei. Seit 17.07.1990 läuft das mit Zinsen. So. Das heißt, wenn ich dort reinfände in die Stadt Chemnitz, wegen Sklaverei, weil ich habe die Bundesstaatenangehörigkeit auf zwei Wegen, immer bei meiner der Vater meiner Mutter beim Bombenangriff in Chemnitz umkam und er war Spanier und demzufolge meine Mutter ein Findelkind, genau in der Nacht von aufgelesen worden von Chemnitzer, die dann gepflegt haben. Und väterlicherseits bin ich in zwei Generationen in Chemnitz geboren. Also Vater, Großvater und Chemnitzer, Müller. Demzufolge hat der Herr Meding im Meldeamt meinen Geburtsname manipuliert. Ob ich eine Frau bin oder ein Mann bin, ist erstmal völlig irrelevant. Geburtsnamen dürfen nicht gelöscht werden. Da hat er sich strafbar gemacht. Das ist deswegen strafbar gemacht, weil ich nämlich der einzige wählbare und gewählte Bundesstaatenangehörige von Chemnitz ist. Ich könnte sofort mich selber zum Bürgermeister wählen, weil kein anderer das Kriterium hier erfüllt. Und das weiß er und deswegen betrügt er mich. So. Und da säge ich in eine rein. Ihn und seiner Bürgermeisterin. Und zwar wegen Sklaverei.
Und solange wieder ein Zettel bei mir im Briefkasten ist, dass ich den Rechtsstand der Bundesstaatenangehörigkeit von Sachsen habe, gibt es ja Ärger. Und ich nehme noch ein paar Leute mit bei der Klage. Wer das will, kann da beitreten. 10 Euro pro Person geht's los. Wir wollen entweder in Spanien oder in der Schweiz klagen. Wir sammeln jetzt noch Geld ein, damit wir alle dort rausholen können aus dem Gefängnis. So, wir rechnen damit, dass alle die, die einen Reichsausweis haben, der ihnen dann, wo sie sich einen Pups abwischen können, damit auch einen ordentlichen Ausweis, einen internationalen Pass haben wollen. Und zwar den vom Gaza. Und den kriegen wir. Weil die Genfer Konvention bestimmt hat, dass diejenigen, die die Staatsangehörigkeit wirklich nachweisen können, und ich denke mal, das sind die ganzen ehemaligen Anhänger vom Ebel, muss man sagen, das hat sich ja oft gelesen, dass die alle mal einen ordentlichen Ausweis wollen. So, und einen Druckauftrag von 1 Million Ausweise nimmt die russische Botschaft sicherlich gerne entgegen. Allerdings müssen wir uns erstmal die Rechtsstellung erklagen. So, das heißt, die Klage müssen wir außerhalb von Deutschland gegen die Leute privat machen. Immer gegen den Meldeamt, gegen Bürgermeister und gegen den Experten, der das hier verzappt hat. So, weil die haben nachweislich gilt das Kriegsvölkerrecht, das Völkerrecht. Und das Kriegsrecht steht über dem Grundgesetz und über allen Gesetzen und kommunalen Gesetzen. Und egal, was der Bürgermeister fasselt, internationaler Haftbefehl, weg ist er von der Bühne. Ganz einfach. Und das beantragen wir hier. Weil wer Sklaverei macht, da kommt nicht mit einer Bewährungsstrafe davon. Ganz einfache Ansage ist das hier. Und da machen wir auch keine Bewährungsstrafe draus. Wenn das nicht aufgehoben wird und wenn die Bestätigung näher am Briefkasten liegt, sägen wir die weg. Und meine zwei Targets sind Bürgermeisterin und der Meldeamtschef. Ich habe noch mehr, das Sozialamt ist auch dran. Auch die Frau Heinze, die mich hier um die Alimentierung betrügt, weil ich habe die Rechtsstellung. Ich kann es zweimal beweisen. Aber machen wir alles schön vor Gericht. Wir können die dann nach Spanien anfahren. So, ich bin schon wieder in Wallung. Das ist ganz schlecht, wenn man ein Video macht. Aber wenn ich solche Schreiben sehe, da gibt man es halt nicht anders. Weil diese Sklaverei habe ich mir irgendwann mal auch satt. Weiter geht's. Die Kündigung der Personaleigenschaft und die Rückforderung der Bundesstaatenangehörigkeit nach Rostock können sie aufgrund der derzeitig gültigen Gesetze nicht berücksichtigt werden. Also erstmal ist das Rostock das Gesetz, was die HLKO einsetzt. Und zwar bevor das Grundgesetz gilt. Weil, um das Gesetz aufzuheben, muss man Verweser sein. Die Bundesrepublik war zu keiner Zeitpunkt ein Verweser. Auch der Besatzer darf die Gesetze nicht außer Kraft setzen, wenn keine Handlungen sind. Deswegen haben sie ja so eine Panik, dass es nicht gelingt, mit vielen Migranten und so hier einen Kriegszustand zu erzeugen. Etwas anderes ist, wenn die Migranten losziehen mit dem Messer und die Leute köpfen und die Häuser haben wollen, denen sie dort versprochen worden sind. Ja, die Frau Merkel hat Leute beauftragt, über die Soros-Stiftung da unten den Leuten zu erzählen, dass sie eure Häuser kriegen, die ihr mit Bausparvertrag aufgebaut habt. Das wollen sie den Leuten, das haben die Bewerber denen unten gesagt, damit die hier hochkommen. Jetzt kommen die hier hin und landen in einer Zeltstadt, ne, wo alle Leute ringsrum die als Verbrecher ansehen und in der Zwischenzeit mit den Fotos im Prinzip sich die Häuser aussuchen. Also durch die Gemeinde laufen und die ganzen Häuser fotografieren, was sie denn nur hier beanspruchen können. Weil die Deutschen sich nicht um die Bodenrechte kümmern. Das ist der Punkt. So, wenn ihr euch nicht aufwacht und wenn ihr euch nicht beteiligt und bewegt, dass man die Leute informieren kann über einen Sender, über dessen Kontrolle das Volk hat, was dort läuft und was nicht läuft. Dann werdet ihr ins Unglück rennen. Spätestens nächstes Jahr werden die Häuser der Reihe nach enteignen und diesen Migranten zur Verfügung stellen, euch aus dem Land jagen. Denn die haben schon seit 2000, in dem Zeitraum 2000 bis 2008, mit allen afrikanischen Ständern Bevölkerungsaustauschprogramme gemacht, was über die UNO organisiert wurde. UNO ist eine Verbrecherorganisation, Die sich gegen das Kriegsfolgerecht gestellt hat. So. Weil die Kriege, die hier begangen worden sind, auch in Iran, Irak und so weiter, das ist alles illegal. Ne? Das sind Eingriffe, um dort Rohstoffe zu stehlen. Da gab es keinen Terrorismus. Und wenn, haben sie den Terrorismus selber dorthin gebracht. Das hat man also jetzt durch die ISIS sehr deutlich gesehen, wo dies herkommt. ISIS ist eine Erfindung des Mossad und der USA, eine Gemeinschaftsaktion. Und jetzt will man sozusagen die Sprengung des WDCs, wie also hier der große Präsidentschaftsbewerber, da will das den Saudis in die Schuhe schieben. Die haben nicht direkt Beteiligung daran an dem Ding. Denn die Saudis hatten nicht an dem Tag frei gehabt, wo das Ding gesprengt wurde. Das war ein anderer Volksstamm, den sie heimgeschickt haben, wo keiner umgekommen ist von denen. Da muss man einfach nur mal die Chronik vom WDC lesen, was da los war an dem Tag. Wer dort nach Hause geschickt worden ist und wer das Haus
Ja, damit Sprengstoff gestrichen hat, also die ganzen Trägerkonstruktionen, das ist ja nicht kein Zufall, weil ich würde mein Haus nicht mit damit Sprengstoff beschichten. Aber das ist nicht die Ursache, das ist nur Verdichtungsaktion. Die eigentliche Zündung kam ja, wie Kalesow nachgewiesen hat, von unten, weil nämlich unten noch eine riesengroße Murmel radioaktiven Restmaterial drin steht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man bei der Bau eines Stallgebäudes unten erstmal eine Atombombe einbaut. Aber damals waren die so verrückt, wie sie die Dinger gebaut haben, weil es kein Abrisskonzept gab. Und Atombombe war damals frisch erfunden und da gab es eine Baugenehmigung, da unten eine Ground Zero-Box einzubauen. Ah, guckt mal euch an, Kalesow, die dritte Wahrheit. Und da könnt ihr euch da mal informieren. So, also, ich denke mal, dass es wieder eine Wiederauflage der WDC-Prozesse gibt und dass in Amerika danach kein Stein mehr auf dem anderen steht, weil die Leute dann jahrelang belogen worden sind über den Kampf gegen Terror, der von dem Staat selber organisiert wird. Denn niemand anders wäre in der Lage, die Luftverteidigung auszuschalten. Und ich denke mal, die Luftverteidigung der USA ist eine der besten der Welt, die man nicht einfach austricksen kann, es sei denn, es gibt einen Befehl. Ja, und wer immer den Befehl ausgeführt hat, der hat einen Vorgesetzten, der uns befohlen hat. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Und da ist eine Ermittlungskommission zuständig, da müssen wir uns als Deutsche nicht einmischen. Das müssen die Amerikaner selber klären. Aber ich gehe mal davon aus, dass es hier in Deutschland auch Anschläge geben wird. Das ist nur eine Frage der Zeit. Aber momentan alles ruhig. Ich hoffe mal, dass die Begi da und die Legi da nun endlich mal begreift, wie die Flaggen auszusehen haben, mit denen man demonstriert und mit dem Schwarz-Rot-Gold nimmer draußen rumrennen, was hier die Sklaverei macht. Weil Weimarer Republik ist eine Sklavenhalterorganisation, eine ganz klare Geschichte. Und jede Landesregierung, die Weimarer Verfassung inkludiert, ist auch eine Sklavenhaltergesellschaft. Da muss ich bloß mal die sächsische Verfassung des Freistaats angucken. Ja. Ich hoffe mal, das hat mir jetzt jeder begriffen. Der einzige Staat, der hier ist, das Königreich Sachsen in Preußen und wie die alle hießen, die 26 zähle ich jetzt nicht auf, könnt ihr selber nachlesen. So, das heißt, das ist das geltende Recht. Das ist das, was die HLKO einsetzt. Und wenn der Gauck gesagt hat, die HLKO gilt, dann ist das das Gesetz, was als erstes gilt. Es gilt zuerst das Rüstzack. Und wer nach Rüstzack das erfüllt, hat die Rechtsstellung zu kriegen. Dass es einen Stock gibt, hat ja gar nichts zu interessieren. Ein Fußballverein kann auch einen Stock haben. Wir haben ja einen Fußballstaat, wir haben auch einen Stock. Aber das kann man sich einen Pups abwischen mit dem Gesetz. Weil es ungültig ist und es ist ein Betrug, steht man schon am Ausfertigungsdatum, dass es ein Betrug ist. Wir haben eine Verfassungsklage gemacht in Sachsen, dass das Ding weggesägt wird, weil das stark verfassungswidrig ist. Es verstößt gegen das Kriegsvölkerrecht. Und das Kriegsvölkerrecht, die HLKO, schützt die Bevölkerung vor Plünderung. Und nicht eine einzige Plünderung, weder mit GEZ, noch mit IHK, noch mit Handwerkskammer, noch mit irgendwelchen Ewigbescheiden dafür vorgegangen werden. Die müssen zuerst eine staatliche Verwaltung wählen. Und das haben wir nicht. Wir haben keine staatliche Verwaltung gewählt. Seit 1955 gab es nicht eine einzige Wahl, die eine staatliche Struktur erzeugt hätte. So, das müssen wir nun mal begriffen haben. Wenn die Bundesrepublik kein Staat ist, kann sie eine Staatlichkeit an ihrer Untergliederung nicht vererbt haben. Ganz einfach. So, die erste staatliche Institution, die wir haben, ist die Gründung einer Wahlkommission. Das heißt, wir müssen ein Referendum machen, um eine Wahlkommission auf den Weg zu bringen, die staatlichen Siegel vom 27.10.1918 benutzen darf. Und das darf sie, sobald das Referendum positiv ausgeht. Danach haben wir einen handlungsfähigen Staat, genau in dem Gebiet. Und dieser kann für alle anderen Gebiete innerhalb von den Grenzen von 1914 Amtshilfe leisten. Das heißt, die Polen brauchen sich einfach nur bewegen, also die zwischen der ehemaligen Grenze von 1914 ist, bis in den Oder-Neiße-Grenze in Verweser wären. Die dürfen Pässe ausstellen, die hier in der Bundesrepublik im kaiserlichen Recht gültig sind. Also wenn der Pole ein paar Slotties übrig hat und ordentliche Ausweise erstellen kann, aber bitte in einem ordentlich gewählten Gebiet kann er reicher Mann werden. Von mir kriegt er 50 Euro dafür. Hauptsache, der ist gültig und in dem Gebiet ordentlich gewählt worden. So, also macht los, euer Geschäftsmodell. So, wenn der Staat ist nicht geteilt worden. Polen gehört ja noch mit dazu. So, was haben wir noch? Sie erhalten der eingereichten Erklärung zurück. Nee, wenn das Ding abgegeben ist, die Kündigung abgegeben. Wenn du bei einer Firma gekündigt hast, ist gekündigt. Dann ist Schluss. Du musst auch nicht mal in die Firma reinfahren. Du kannst das über die Anwälte klären. Das heißt, das nächste Schreiben, was die kriegen, ist eine Feststellung, ein Feststellungsprotokoll. Das machen wir die Woche noch. Wo wir reinschreiben, der und der Zeuge hat gesehen, dass es abgegeben worden ist. Hier haben sie es ja bestätigt, dass es eingegangen ist. Und dann wird nochmal eine Datenvollauskunft gezogen, ob die Personaleigenschaft gelöscht worden ist oder nicht. Und dann ist das nächste Schreiben, was sie kriegen, die Ladung.
Und zwar in das Gericht, wo die über Sklaverei verhandelt wird. Und wo er dann anfahren kann. Ich hoffe, man hat ordentliche Anwälte, weil die bundesrepublikanischen Anwälte werden da unten wohl nicht zugelassen sein. Weil die alle unterschreiben müssen, dass sie ihre Mandanten dann verheizen, wenn sie Verfahrensfehler der Bundesrepublik feststellen. So, und aus dem Grund sollte man vermeiden, mit Anwälten vor Gericht zu gehen, die in der Kammer das unterschreiben müssen. Man kann ja seinen Anwalt mal fragen, ob das so ist. Und wenn er ihn dann angelogen hat und ihn dann vor Gericht verheizt, kann man 6 Jahre in den Knast schicken. Und das haben die auch verdient, die das machen. Ja, klare Ansage. So, weiter geht's. Der Personalausweis ist weiterhin gültig. Ne, ist er nicht. Wenn er abgegeben worden ist, ist er nicht gültig, außerdem ist er fehlerhaft. Da steht nämlich oben Name. Es muss aber dort stehen Familienname. Und außerdem hat der Name ordentlich geschrieben zu sein, vorne groß, hinten klein, damit keine Verwechslung mit dem römischen Recht stattfindet, was hier nicht gilt. Ich sage es noch einmal so deutlich, was hier nicht gilt, was aber gemacht wird, weil es illegal ist. Das Handelsrecht gilt nur deswegen, weil die Bundesrepublik auf das, die Beamten der Bundesrepublik aufs Grundgesetz vereidigt sind und die Firma Bundesrepublik ihren Sitz in den USA hat und hier Germany Corp heißt. So. Und die haben sich hier eine nicht eingetragene Sache Bundesrepublik gegeben und die fertigen in Gesetze aus. Aber ihre eigenen Gesetze, ihres eigenen Vereins mit dieser Personaleigenschaft. Und wenn ich dort kündige aus der Firma, weil ich betrogen worden bin, weil ich dachte, das ist ein Staat, dann gilt das Gesetz nicht. Wenn ich an einen Fußballverein ausgetreten bin, brauche ich die Gesetze des Fußballchefs nicht mehr befolgen. Da habe ich nur noch die staatlichen Gesetze, die immer gelten. Es gibt auch ein staatliches Strafgesetzbuch und ein staatliches BGB. Und wer denkt, dass er, wenn er ausgestiegen ist, hier im rechtsfreien Raum lebt, dann muss ich enttäuschen. Das Strafgesetzbuch des Kaisers ist noch wesentlich straffer. Es fehlt uns nur die Exekutive, das immer durchzusetzen, weil die Bürgermeister, die haben nämlich einen Haushaltsplan vorzulegen, der vom Verweser oder vom Kaiser abgestempelt ist. Ich kenne keinen Bürgermeister, der einen abgestempelten Haushaltsplan hat. Da gehört der grüne Stempel drauf und da gehört das staatliche Siegel drauf vom 27.10.1990. Und wehe dem, in so einem Haushaltsplan wird noch der Beschlussfassung ausgefertigt. Da darf ich dann an die kaiserliche Gesetzgebung wegen Steuerbetrug erinnern, die nämlich wirklich dann Steuern sind. So, aber das machen wir alles, wenn wir dann bei Gerichtern durch sind. So, und da hat die Stadt Chemnitz mit Grünau noch ein riesengroßes Problem, weil nämlich Grünau abgestimmt hatte, dass 92% gegen die Zwangseingemeindung sind. So, also gilt diese Zwangseingemeindung nicht, weil die Gesetze kein unterschriebenes Urteil gibt. Das ist mir inzwischen eine Gewissheit, weil unser hier Bürgervertreter auf die Anfrage, wo denn das rechtskräftige Urteil bleibt, zu der Zwangseingemeindung immer noch nicht reagiert hat. Also gibt es das nicht. Es ist maximal ein Scheinurteil und das Scheinurteil ist aber nicht revisionsfähig, also nichts wert. Also kann man so einen Böps abwischen damit. Das heißt, Grüner ist immer noch für sich und hat keinen ordentlichen Bürgermeister. Und das ist eine Sache, die wir ändern müssen demnächst. So, und dann hört das öfters gekasper. Weil ich will ja nicht, dass die Leute die Häuser verlieren, wenn sie die Bodenrechte verlieren. Diese Mitteilung ist abschließend. Das heißt, man kann also sofort die Klage schicken. Man muss also mit diesen Experten auch nicht mehr reden. Wenn die sagen würden, wir haben nicht verstanden, was sie wollen, erklären Sie uns das mal bitte, das ist eine andere Sache. Hier haben sie sich direkt an die Gerichtsgebung ausgeliefert. Das heißt, es reicht, wenn man denen eine Ladung schickt. Ich würde aber trotzdem das Protokoll noch hinterher schicken, dass es abgegeben worden ist, und zwar wegen der Beweislage. Weil man muss ja ordentliche Beweise haben. Auch das spanische Gericht will sauber einen Beweis haben, dass es abgegeben worden ist und dass er andere Zeuge gesehen hatte, dass es abgegeben worden ist. Hier in dem Fall brauchen wir es nicht, weil hier bestätigt wurde, dass der Satz abgegeben worden ist. Was hier noch fehlt, welche Version? Der Zeuge muss also bestätigen, welche Version habt ihr verwendet. Die 11 reicht, um auszusteigen. Die 12 ist noch ein bisschen ein Zahn schärfer, da sind wir aber noch dran. Wir können aber nicht alles so viel mal machen. Solange wir immer für andere Leute noch Schriftsätze gegen Willkür machen müssen, gehen die erst mal vor. Weil Haftbefehl ist nun mal, drohender Haftbefehl ist nun mal vordringlicher gegenüber anderen Leuten ihre Bequemlichkeit fördern. Das, naja, die können uns aber mal ein bisschen helfen, dass wir mit dem Bau und alles ein bisschen vorankommen, dann könnten wir mehr Schriftsätze machen. So. Heute kommt wieder jemand, der hat sich angekündigt, ach ja, muss ich erkennen. Es hat sich jemand, war es am Freitag, kam ein Anruf, wir stehen vor deiner Tür, wir würden gerne mal mithelfen, ja, damit das Studio und alles fertig wird. Und dann haben die dann bis abends, ich glaube bis um 8 Uhr, hier geholfen mit Malern und so. Ganz große Klasse. Nochmal 1000 Dank. So, und heute kommen auch noch mehr Leute. Ich will auch einen ewigen Draht machen. Ich werde das Video jetzt hochladen. Und hat sich heute auch wieder Helfer angekündigt. Und so kommen wir natürlich voran. Und je eher wir das mit dem Studio hinkriegen, desto besser.
So, ich habe gestern auch nochmal mit dem Techniker geredet, also er hat mir auch eine Liste hergelegt, was wir an Studiotechnik im Prinzip jetzt sofort kriegen können, also aus also einer Aussonderung. Da muss ich mir das mal angucken, ob das brauchbar ist, ob das geht. Fakt ist, beschaffen wir nur die Dinge, die wir auch sofort verwenden können, weil alles andere wird man dann einfach neu kaufen. Das ist auch wegen der Gewährleistung besser. Dort, wo es günstige Gebrauchtechnik gibt, ja, aber sie muss einem wirklich in das System passen, was wir später dort verwenden wollen. Und da ist es ein bisschen schwierig. Dass wir noch zusätzlich ein Webradio machen wollen, ist eine ganz andere Geschichte. Machen wir dann hier noch. Da reicht aber einfache Beschallungstechnik aus. Da machen wir dann nicht so hochwertige Technik rein. Aber für den Sender brauchen wir schon. Also ihr könnt nicht davon ausgehen, dass die heutigen Anforderungen an ein sauberes Sendersignal von Baumarkttechnik oder so ein bisschen Diskothekentechnik erfüllt wird. Das ist eine. Ja, die erwarten eine ganz saubere Technik. Es wird auch alles eingemessen, da kann man keinen Schrott nehmen. Es ist kein großer Faktor, es ist ein Kostenfaktor. Und wenn jeder in der Bundesrepublik, der ein Wutbürger ist, sich einfach darüber klar werden, was er denn will, will er sich darum drücken, sich daran zu beteiligen, dann kann ich ihm jetzt schon ansagen, dass es in einem halben Jahr noch viel schlimmer ist. Und dass wir wenigstens 6 Wochen brauchen, um nach vollständigen Eingang dieses Start-ups den Sender hochzuziehen. Weil das ist die logistische Herausforderung. Wir müssen hin, müssen uns eine Fertigstallhalle hinstellen lassen, das Zeug dort installieren und dann die Sendegenehmigung dauert auch noch eine ganze Weile. Antenne muss eingemessen werden und so. Die Firmen, die das dürfen, die das einmessen dürfen, die können auch nicht springen. Das heißt, so ein Ü-Wagen kostet auch Geld, musst du auch kaufen. Das ist zwar bezahlbar, alles noch in Größenordnung, aber trotzdem brauchst du zwei, weil einer kann ja mal ausfallen. Ja, da muss man dann irgendwann noch die Technik rüberbauen, aber dass es zumindest weitergeht. Man will auch eine Woche lang dann ein Testbild sehen. So, das ist aber alles schon projektiert. Also da wissen wir schon, was wir brauchen, wo wir anrufen müssen und so weiter. Das ist alles schon, wir haben die letzten 15 Jahre schon fleißig gearbeitet. Ja, aber ihr müsst euch bewegen. Ihr müsst euch überlegen, wie das Geld von Hamburg, von Hiddensee, von Polen, von Tschechien, was hier runterkommt, damit wir das mal gerade ziehen können. Und habt bitte im Hintergrund, Österreich-Ungarn ist auch noch im Entstehen. Und wenn die kaiserliches Recht machen, wird dieser Bündnis, dieser freiwillige Beitritt, den der Hitler damals mit einem Einmarsch gemacht hat, sicherlich noch nachkommt. Das heißt, dass wir hier ein riesengroßes Wirtschaftsgebiet kriegen. Österreich, Ungarn, Polen, Deutschland und die Schweiz. Müssen wir fragen, ob sie mitmachen wollen, aber ich denke mal, die werden sich nicht gegen uns aufstellen wollen. So, das ist das, was ihre Ansage ist. Und was die Frau Merkel denkt, machen zu müssen und ob sie nicht zurücktreten will, das ist eigentlich völlig Rille. Ja? Dafür hat Russland Schutztruppen zur Verfügung, die wir dann einfach bestellen dürfen, sobald die Verwässerwahl erledigt ist. Und dann erklärt der Herr Putin, was die Frau Merkel für einen souveränen Staat hier vertreten hat. Ja, ich denke mal, ich mache das Video erstmal zu und lade es hoch. Ich denke mal, ihr habt verstanden, wo die Herausforderung ist. Im Teil D tun wir uns dann mit dem Organisatorischen befassen. Ich bitte euch nochmal dazu, bringt bitte die Rückmeldung. Also dass mir schwärzen das hier, also hier ist es weiß gemacht, wir machen die Adressdaten raus. Ihr könnt das auch selber machen, nehmt ihr das Programm Irfanyu, da könnt ihr mal ein Rechteck aufziehen und könnt das mit einer Füllfarbe, einer beliebigen Farbe füllen oder ausschneiden. Also weißen Hintergrund machen, ausschneiden, habt ihr einen weißen Knopf. Geht mit Markieren mit der Maus, also mausfrei, und mit Ctrl-Y kann man das ausschneiden. So, gut. Wir machen auch nochmal einen Kurs, wie wir solche Sachen machen, aber nicht jetzt. Noch eine Geschichte, hatte ich schon angekündigt. Mal gucken, ob ich es jetzt gleich habe. Ach ja, bei Google haben sie übrigens die Außengrenzen von Israel entfernt. Und wenn man mal wissen will, wie die Gebiete aussehen, damit man ja aus Versehen ja reinfährt, und von ISIS-Terroristen gekidnappt wird und dann für die Sprengung vom WTC verantwortlich gemacht wird, weil sie die Schuld würden sie gerne von den Hacken haben, sollte man sich die Karte angucken, wo man hier in Palästina ist und wo man in Israel ist. Das war noch als Anmerkung. Da, geht. Haben wir noch was? Mal gucken, ob wir alle Bilder abgefackelt haben. Ja, sieht gut aus. So, dann, ich weiß nicht, morgen oder wann, dann Teil D, da machen wir dann die rein organisatorische Sache. Ne? Also nochmal, nicht vergessen, ihr seid dafür verantwortlich, dass ihr in eurem Dorf einen Stammtisch macht mit euren Wutbürgern, die ihr kennt, Geschäftsleute, was auch immer, egal. Bitte, muss in der zweiten Zeile der Quittung muss drin stehen, Schenkung nach kaiserlichem Recht, nicht Spende. Ich will das Wort Spende auf irgendeiner Quittung nicht lesen. Ja. Ordentlich einwechseln, möglichst nicht alle mit 1 Euro Stücken kommen, 1 Euro Stücken rollen und okay, anders Geld nehmen. Also 1 Euro Stücken und den Rest irgendwo wechseln beim Bäcker oder so. 1 Euro Stücken oder Scheine. G-
geht mir das. So. Und wir wechseln die Scheine dann so, dass das nicht rückverfolgbar ist. Weil wir wollen natürlich dort das sichern auch, das Geld. Weil wir wollen nicht, dass der Held noch nachts um die Ecke kommt und irgendwas stehlen. Und das tun wir dann unter Zeugen, die das gesichert, sodass nichts passiert. Ja, wir wollen ja auch noch eine Euro-Krise überleben, muss man auch wissen. So, und wir werden den Sender im Ausland installieren, nicht in Deutschland. Ich sage es nochmal, weil immer wieder gefragt wird, wo wollt ihr denn das machen? Wir haben hier ein Studio und jetzt geht in Deutschland. Ne? Sobald wir die Wahrheit sagen, haben wir mit Überfällen zu rechnen und da müssen wir uns absichern und das kann nur im Ausland sein. Deswegen Schenkung nach kaiserlichem Recht. Da muss man mal überlegen, wo der Kaiser überall noch Rechte hat. Ja, geht. Muss ich jetzt noch was dazu sagen? Ich denke, die Landkarte könnt ihr selber lesen. Okay, alles klar, ich mal, ne? Tschüss.